Hallo und willkommen zurück bei Damon's Drive mit dem ETS 2. Und für uns geht's weiter. Ja, kurzer Rast. So, wir sind hier am Parkplatz und starten den Motor und weiter geht's, würde ich sagen. Auf unserer Tour. Keine Zeit verlieren. Wir haben Terminfracht, nämlich Computerprozessoren. Und wollen diese natürlich termingerecht abliefern. Das wollen wir nicht verpassen. So. Da geht's nach Graz. Ja, sehr schön. Wir schauen mal ganz kurz. Erwartet wird das Ganze Donnerstag zwischen. Geradeaus. Ja. Donnerstag zwischen 22.02 Uhr und Freitag 2.12 Uhr. Knapp 4 Stunden. Und da kommt ein LKW. Nicht ganz so optimistisch lenken. Und bisher sieht doch soweit alles ganz gut aus. Donnerstag ist Pflicht, da müssen wir da sein. Aber bisher sind wir sehr, sehr gut unterwegs, denn unsere bisherige Ankunftszeit liegt sogar bei Dienstag, 17.31 Uhr. Emma hat ein bisschen wieder was eingebracht. Wir sind jetzt schon wohlgemerkt, wir haben keinen Kredit mehr. Wir sind jetzt schon wieder bei über 300.000 Euro. Diese Fracht, die wir jetzt hier gerade an Bord haben, die bringt uns nochmal 132.000 Euro dazu. Das wird mehr als genug sein für einen LKW, den wir ja anstreben. Mal gucken, vielleicht könnte man ja im selben Zug nicht, das wäre wahrscheinlich ein bisschen ungünstig, muss man mal schauen, dann noch eine Garage auf jeden Fall auch kaufen, das wäre auch sehr, sehr wichtig. Dafür werden wir wahrscheinlich sogar auch wieder nochmal einen neuen Kredit aufnehmen. Je nachdem, wenn es natürlich von den Touren her so günstig liegt, dann kaufen wir auch zuerst die Garage mit dem Kredit und holen uns da direkt danach dann den LKW. So, unser Tanken nehmen müssen wir nicht, wir können einfach weiter brettern. Ja, wieder der Wohnwagen. Obwohl auch Rast gemacht. Aber ist natürlich ein bisschen schneller als wir sonst. So. Die Kurve sollte ich nicht so schnell nehmen. Nicht mit einem LKW. Immer geradeaus. Das passt uns hervorragend, Helga. Das wollen wir hören. Hier ist nur 70. Warum ist hier nur 70? Oh, schnell weg, Polizei. Ja, wir haben es deaktiviert, sonst. Man kann es wirklich hardcore-mäßig so auch das Ganze spielen, logisch. Man kann den Begrenzer reinmachen, man kann sämtliche Boostgelder, alles reinhauen. Aber ich glaube, dann sind wir im Jahr noch nicht da, wo wir hinwollen. So können wir hier schön bequem unsere Ware abliefern. Drei Spuren sogar. Links halten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. So, links bleiben wir, dann bleiben wir natürlich links. Aber ich glaube, damit war es in der Mitte links. Ja, nein, wir müssen sogar hier links bleiben, weil der immer geradeaus noch langsamer ist. Ja, der hat auch was ziemlich Schweres da hinten drauf gehabt. Ich sehe es ein. Ah, auf jeden Fall schönstes Wetter. Es ist Montag, 14.30 Uhr haben wir bald. Und in knapp 24 Stunden sind wir dann da. So muss das sein. Immer geradeaus. Das sind auch interessante Auflieger. Aber ich glaube, den kann man leider nicht kaufen.
gibt ja so ein paar Standardauflieger, die man hier hat. Also einmal hier für normale Fracht, für Standardfracht, sowas, was wie wir hier haben. Aber dann gibt es halt auch nochmal dann natürlich solche Auflieger, die speziell dann für Schwertransport oder hier so, ne, andere LKWs, solche Auflieger, so Tiefladermäßig auch sind. Wir haben auch Tankauflieger, wir haben Rungenauflieger für Holzladungen. Dann haben wir auch Auflieger für Container. Und ja, werden uns da in der Zeit auf jeden Fall, denke mal, auch noch dahingehend ein bisschen ausrüsten. Und mal schauen, was sich da so bietet. Da kommen wir auf jeden Fall gut gerade mal ein bisschen durch. Ist doch super. Ich würde zu gerne mal durch den Brenner-Tunnel, oder? Gibt es da einen Tunnel? Oder den Brennerpass, keine Ahnung, fahren. Gucken, ob wir da mal irgendwann... Wenn wir selber einen LKW haben, dann final, dann sind wir da auch ein bisschen freier, was das Fahren angeht. Klar sind wir dann auch termingebunden, wenn wir frachten. Immer geradeaus. Alter! Hat der geblinkt? Habt ihr das gesehen? Mann, oh Mann, oh Mann. Sind wir da generell ein bisschen frei. Wir können natürlich auch mal, ne, komplett frei fahren. Ohne Ladung. Macht natürlich insofern wenig Sinn, oder auch betriebswirtschaftlich wenig Sinn, LKW einfach durch die Gegend zu cruisen. Aber wenn wir die Million erreicht haben, dann machen wir vielleicht mal so eine Free Tour oder sowas. Free Tour quer durch Europa oder sowas. Mal gucken, vielleicht bietet sich das irgendwie an. So. Wir sind jetzt gerade sehr, sehr gut unterwegs. Autobahnen sind der absolute Traum. Mehrspurig, zwei oder drei Spuren, absolut gigantisch. Denn ich glaube, wenn man sich tatsächlich selber Routen zusammenstellen würde, was ich selber sich zusammenstellen kann. Ich meine, man kann ja auch tatsächlich, das ist ja das Gute am ETS2, du kannst tatsächlich eben auch und dann bleiben Sie gewisse Abkürzungen oder beziehungsweise eigene Routen auch tatsächlich nehmen. Immer geradeaus. Das ist natürlich echt genial, aber man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wo man jetzt in Land fahren kann, denn es sind ja natürlich, man hat natürlich auch immer wieder diese Dead Ends. Diese, wo man tatsächlich gar nicht weiterfahren kann, was immer so mit den X'en dann entsprechend markiert ist. Aber sonst an sich hat man schon ein dermaßen gigantisches Straßennetz hier im ETS2 und kann fahren eigentlich ohne Ende. Einmal von Norden nach Süden, von Westen nach Osten. So. So ein Straßennetz gibt es natürlich kein zweites Mal. Immer geradeaus. Da ist der Truck and Logistics halt ein bisschen anders. Ne? Also da gibt es halt eine festgelegte Karte, auf der man sich einfach frei bewegen kann. Man natürlich auch dann zu seinem Ziel... Alter, fahr rüber. Jetzt fährt er weg und fährt dann rüber. Oder gar nicht. Bei Truck and Logistics, das Straßennetz, ne, ist natürlich mehr so eine Art festgelegte Gegend. Ich bin mir nach wie vor auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch nicht jetzt irgendwo eine reale Gegend, oder? Wisst ihr das? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das bei Truck and Logistics wisst. Wir kommen nach Italien. Wir kommen nach Italien. Wuhu! Eigentlich müssten wir jetzt mal anhalten und mal kurz Helga gegen Julia eintauschen, aber nein. Wir fahren diese Strecke mit Helga zu Ende. Oh, Leute. Ernsthaft? Ernsthaft?
Ich meine, hier kann es die Polizei besser verfolgen. Hier haben sie ja auch, glaube ich, einen Lamborghini dann, der gut schnell ist. Aber naja, dafür müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Truck and Logistics, nochmal wieder zurück. Die Karte da, auch sehr cool und bin tatsächlich auch über die Neuerungen gespannt, die mit dem Update kommen werden, ob man auch da optisch auch nochmal was verändert oder das Straßennetz noch erweitert und. Wie gesagt, ist ja eine Early Access Version, Truck and Logistics. So, jetzt sind wir drüben. Und von daher darf man natürlich noch nicht so viel voraussetzen, mir wie bei einer komplett fertig entwickelten Geschichte hier wie beim ETS 2. Das muss man natürlich mal so auch ein bisschen unterscheiden. Nichtsdestotrotz ist es doch jetzt schon sehr, sehr schön, sehr, sehr weit gediehen. Und auch von der Fahrzeugspanne halt auch sehr, sehr interessant. Also vom Kleintransporter über den Sportwagen zum Pickup bis zum Sprinter und so weiter. Und natürlich die ganz dicken LKWs auch alle mit dabei. Das ist natürlich besonders reizvoll, weil man sich tatsächlich von ganz unten ohne wirkliches Kapital, nur so ein ganz, ganz kleines Startkapital hat und dann erst tatsächlich erstmal viele Aufträge fahren muss, die allerdings auch kürzer sind. Also wir haben natürlich nicht solche Strecken wie hier, sondern man kriegt, wenn man aufsteigt bzw. sich größere Maschinen holt und kauft. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wo müssen wir denn lang? Wir können hier lang. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Weiter. Go, 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 go. Keine Zeit verlieren. Und kriegt dann natürlich mehr Geld für die Aufträge, die natürlich dann auch generell andere Waren beinhalten. Aber auch die Strecke an sich quasi die gleiche bleibt. Von daher ein bisschen schwierig. Meine, im ETS 2 ist es auch so, dass man natürlich irgendwann, sage ich mal, ganz Europa vielleicht auch mal gesehen hat. Auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Straßen und Strecken gibt. Aber da ist natürlich der Fokus in Truck und Logistics vielleicht ein etwas anderer. Da man natürlich in dieser Welt, sage ich mal, etwas begrenzter vielleicht ist. Und da vielleicht noch mehr irgendwo ins Detail geht, sage ich mal. KI-Verkehr, brauchen wir gar nichts so zu sagen. Wer sich die Folgen angeguckt hat, guckt gerne mal bei Truck Logistics rein. Manchmal echt der Hammer, was die da machen. Aber braucht sich sicherlich nicht hinter verstecken. Also von daher. So, müssen wir eigentlich lang? Müssen wir hier lang? Ja, müssen rechts bleiben. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja. Ich bin auch rechts. Nimm die Ausfahrt rechts? Nö, nee, leider nicht. Gut. Ja, es ist halt, also ich glaube, Truck and Logistics und ETS 2 bedienen zum einen sehr, sehr ähnliche Zielgruppen, aber trotzdem mit leichten Unterschieden. Also es ist jetzt nicht, dass eine ist ein Abklatsch vom anderen, sondern man hat auch irgendwie gewisse andere Schwerpunkte im jeweiligen Spiel. Und das macht auch so ein bisschen aus. Deswegen sind beide, finde ich, eigentlich sehr, sehr reizvoll. Und werden natürlich definitiv auch wieder zu Truck and Logistics zurückkehren. Werden da auch wieder dann einige Folgen aufnehmen und mal gucken, wie der Update-Stand denn dann soweit ist. Beziehungsweise auch gleich, vielleicht kurz vor dem Update und wie gesagt, noch mal ein bisschen was machen, um wieder ein bisschen reinzukommen. Aber momentan ist natürlich das ETS-2-Fieber voll da und was ist das denn da vorne? Ach, so eine Mautstelle. Ich wollte gerade sagen. Fächert er sich aus wie so ein Riesenkreisel. So, wo muss ich denn hier lang? Das ist zu einer möglichst günstigen Stelle. Ah, hier geradeaus, glaube ich.
immer die beste Stelle, indem man einfach zahlt und dann in die anderen Stellen, die daneben uns sind. Man muss mal ein bisschen darauf achten. Es ist nicht immer gleich erkennbar. Ich meine, in Frankreich ist es, glaube ich, auch so. Das neben uns? Nee. In Frankreich ist es, glaube ich, auch so, dass, glaube ich, auf der linken Seite und die linken Spuren meistens die sind, wo man direkt durchfahren kann. Und die auf der rechten Seite so, dann die sind, wo dann diese Symbole rotieren, wo man tatsächlich anhalten muss und dann die entsprechende Maut bezahlt. Oder diesen jeweiligen Betrag, den man dann entsprechend zahlen muss. Aber so ist es hier, glaube ich, echt, finde ich eigentlich praktisch, wenn man einfach durchrasseln kann. Natürlich ein bisschen gucken. So schnell sollte man auch nicht durchfahren. Am besten ist es tatsächlich, wenn man da relativ knapp vor sich ein Auto hat, das gerade durchgefahren ist und in dem Moment, wo es durchfährt, bei einem auch dann dieses kleine Piep macht. Denn dann hat man auch da direkt die Chance, auch direkt weiterzufahren, ohne nochmal abzubremsen, weil die Schranke eventuell nochmal runtergehen könnte. Komm, Auto, fahr vorbei. Ja. Und kann dann quasi wie auch mit durchschlüpfen. Wie gesagt, ohne dass man nochmal speziell abbremsen muss. Das ist, glaube ich, dann immer am einfachsten. Oder wie in meinem Fall hier gerade ein bisschen langsamer ranfahren, also nicht zu viel. Und dann merkt man schon, dann, wenn dieses kleine Ping kommt, dann kann man mehr oder weniger schon direkt wieder Gas geben. Wenn man sieht, dass die Schranke nicht schon direkt vor der Haube dann vor einem hochgeht, sondern ein bisschen weiter wächst, dann kann man direkt wieder drauflatschen. Verona und Bologna. Speichert dann mal wieder zwischen. Ja, wir sind schon recht gut vorangekommen. Wir schaffen in dieser Folge, wenn es mit den Autobahnen wohlgemerkt so weitergeht. Wir gucken mal wieder hier. Kommt wieder eine Mautstation, ob wir hier das gleiche System. Nein, hier haben wir. Ja, es ist. Ja, okay. Ebenso schön von geschwärmt und ja, hier seht ihr das halt so, jetzt mal das Gegenbeispiel. Ah, ja, wenn man nicht weit genug vorfährt. Dann hat man es auch mal halt verkackt. Interessant, diesmal waren die Spuren rechts. Alles frei. Müssen wir da ab? Sieht so aus, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Komm, Auto nicht rechts überholen da, ne? Nimm so. Die Ausfahrt rechts. So, lass uns konzentrieren, weil natürlich hier gut und schnell vorankommen. Italia, sehr schön. Ja, das ist schon mal echt richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir nur noch einmal quer durch Italien durch. Dann haben wir es schon geschafft. Sehr schön. So. Tankstelle brauchen wir noch nicht. Wir sind momentan noch ganz gut dabei. Wie gesagt, fein bis zum Ende der Folge hier wieder, denke ich mal, ganz gut durchhalten und dann wieder fürs nächste Mal wieder voll tanken. Jetzt wieder schön on the road sein können. So, hier geht es, glaube ich, geradeaus, ne? Ja, ich soll weiter geradeaus bleiben. Um 19:15 Uhr inzwischen und die
Die Ankunftszeit, wenn euch das aufgefallen ist, ups, nicht auf die linke Spur. Die Ankunftszeit inzwischen auf 14.28 Uhr runter. Genial, oder? So, ich glaube, wir müssen hier. Nee, ups. Das ist nur so wieder leicht verwirrend, wenn da diese. Dingens. Diese Abfahrten kommen. Denk mal, diese Spur geht direkt ab. So, was steht da? Gut, halt italienisch. Bitte rechts halten. Ja. Gut, dass wir Helga dabei haben, unsere Dolmetscherin quasi. Für alle Fälle. Wo geht's hier hin? Das ist mal ein. Alter Schwede, das ist ein Autobahnkreuz hier. Guckt euch mal im Navi diese Straßen an. Ja, hier geben sich die Autos ganz besonders viel Mühe, langsam zu sein. Ich dachte, die Italiener fahren immer so schnell. Wir werden auf dieser Fahrt hier auch keine, ich sag mal, keine größeren Zwischenstopps machen. Ich habe sonst gesagt, wenn wir durch eine neue Stadt beispielsweise kommen und sehen da halt Fragezeichen, dann versuchen wir diese alle abzuklappern. Das machen wir hier jetzt natürlich erstmal nicht, weil wir natürlich in erster Linie versuchen, unsere Fracht termingerecht ans Ziel zu bringen. Schaffen wir natürlich locker, logisch, aber man weiß ja nie, was noch so kommt. Vielleicht doch mal eine Komplettsperrung. Ah, hier müssen die alle da durchfahren, weil sie nicht auf der Autobahn sind. Dann bleibe ich auf dieser Spur mal kurzzeitig. Ich hoffe, ich habe es langsam verstanden, wie das hier in Italien funktioniert. Hat es eigentlich Vorteile, wenn man ETS 2 gespielt hat und dann in andere Länder fährt? Also wahrscheinlich nicht, wenn man so wie ich spielt mit Geschwindigkeit aus und Bußgeld aus, oder? Wir fühlen uns einfach in die 80er zurückversetzt, wo alles noch entspannter war, anders war, keine Ahnung. Aber es war definitiv anders. So. Aber es gab noch nicht so viele Autobahnen, oder? Autobahnen, ein Segen und ein Fluch. Ein Segen für die Transportwelt, ein Fluch für die Naturliebhaber. Aber so mit der Autobahn kriegen wir auf jeden Fall gut was an Kilometern abgerissen. 141, ich glaube, mehr geht mit dem hier nicht. Ich habe nicht ganz im Kopf gerade, wie viel PS der hatte. Und die Spur hier rüber. Sicher ist sicher. Man weiß nie, wie diese Autos reagieren. Auf jeden Fall fällt sich so sehr, sehr angenehm. 20.43 Uhr, ja, die Zeit verfliegt natürlich hier etwas im Spiel, ganz klar. Aber die verfliegt auch tatsächlich schon sehr ordentlich. Wir werden ja noch knappe 100 Kilometer, wenn wir es noch fahren, und dann, so gut es geht, die nächste Rastmöglichkeit suchen und
Ja, mal schauen, ob wir den Rest der Strecke den Rest der Strecke dann im nächsten Part abgerissen kriegen. Mal gucken. Könnte schwierig werden. Ich weiß nicht genau, wie das da unten im südlichen Bereich von Italien, wo wir nach hin wollen, dann nach Palermo. Ob da dann noch wieder Autobahn auch gut ausgebaut ist oder ob wir da wieder viel Landstraße haben. Das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Das weiß ich nicht. Wir sollen links bleiben, glaube ich, da vorne. Bitte links halten. Ja. Ein Schwertransport. Ja. Eine Walze. Da mal gucken. Wie gesagt, wir versuchen jetzt noch knapp unter die 1000 Kilometer zu kommen, beziehungsweise möglichst die dran zu kommen, je nachdem, was sich jetzt an Rastmöglichkeiten nach so bietet. Ich befürchte ja, so wie das hier gerade sich entwickelt. Oh Mann, die Zeit schreitet ja voran und wenn es dann dunkel wird, dann wird es auch richtig dunkel. Ich wette, nachts wird es wieder regnen hier. Und da vorne müssen wir ab. So. Nicht ab? Oh, okay. Sah nur so aus. Ja, hätte ich es gewusst, hätte ich durchheizen können, aber so natürlich nicht. Das war, glaube ich, gerade so ein Auflieger. Wir benutzen das für die Container, wenn ich mich nicht irre. Und sehe ich das richtig? Transportiert da einer? Nee, doch nicht. Okay, sah mal ganz kurz so aus durch den LKW-Aufbau vorne. Aber hier zwei Traktoren. Drauf. Ab geht's durch den Tunnel. So, und jetzt haben wir die 1000 Kilometer Marke erreicht, beziehungsweise geknackt. Weniger als 1000 Kilometer zum Ziel. Yeah! Genial, okay, also jetzt die nächste Raststätte wird dann das Ende dieser Folge markieren. Und ja, wir sind mal gespannt, wann das sein wird. Ich sehe mich auf der Karte bisher nichts. Aber wir haben immer noch Autobahn, das ist das Wichtigste. So können wir nicht gut und schnell noch voran. So, kommt da wieder ein Tunnel? Ja. Und da ist es unser Ziel für heute. Perfekt, auch perfekte Zeit gerade für eine kleine Ruhepause. So, wir suchen uns erstmal. Ja, ja, musst du nicht. Hier ist unsere Tankstelle. Ja, diesmal haben wir den Tank auch gut leer gefahren, muss ich sagen. Gar nicht so schlecht. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und das war's für diese Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich mache den Motor mal aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht schon mit der letzten Etappe. Mal gucken, ob das von der Strecke passt. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall bei Dames Drive mit dem ETS 2. Bis dahin. Tschö.